Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf MK7. Und ja, heute werden wir im Kicker wieder unseren Tabellenrechner, unsere Prognose für den nächsten Spieltag abgeben. Und nämlich, ich hatte letztes Mal keinen Tipp ganz richtig, aber 6 Tendenzen richtig. Das werden wir wieder löschen, damit wieder die Tabelle stimmt. So. Also, das ist die Tabelle vor unserem Spieltag. Nämlich dem 26. Spieltag. Heute spielt Gladbach Freiburg. Bis dahin werde ich das Video bestimmt hochgeladen haben. So, Gladbach gegen Freiburg gehen wir rein. Ich sag... Sagen wir mal 2-2. Gladbach hat eine kleine Krise und muss jetzt sogar um die Champions League zittern. Wenn Frankfurt nachlegt, sind es nur noch ein Punkt. Sonst hätten sie nur noch die Euroleague. Schalke Leipzig. Da sage ich, Leipzig gewinnt ganz frech 0-1. Und Schalke rutscht immer weiter da rein. Stuttgart Hoffenheim. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl auf einen Unentschieden. Weil der VfB kann ja nicht gewinnen irgendwie. Ja. Ah komm, machen wir jetzt Wolfsburg-Düsseldorf. Jetzt habe ich schon angefangen. Wolfsburg-Düsseldorf. Ich sag, Wolfsburg gewinnt 1-0. Und ja, Düsseldorf. 31 Punkte, Leute. Was meint ihr? Rutscht Düsseldorf nochmal rein? Ich glaube schon. 31 Punkte, damit ist man noch nicht sicher durch. Augsburg-Hannover. Augsburg braucht 3 Punkte, Hannover noch dringender. Ich sag mal, das gewinnt sogar... Ne, ich sag mal 1-1. So, Hertha Dortmund. Da tippe ich auf eine 3-0 von Dortmund. Leverkusen Bremen. 1-0 für Leverkusen, wobei 1-1 kommen. 2-1. 2-1 Leverkusen. Damit wohl Bremen raus aus dem Kampf um Europa. Frankfurt-Nürnberg, wobei. Bremen kann es nur schaffen, aber es wird schwer für Bremen. Frankfurt-Hannover habe ich schon gesagt. Frankfurt-Nürnberg. 2-0. Und Bayern gegen Mainz. Dann im 1-0. Ja, Dortmund-Tabellenführer. Aber ich sag, das wird ein sicheres 2-0 oder 3-0. So sehen meine Tipps aus. Schreibt mir eure Tipps auch gerne unten rein. Das werde ich jetzt fast jeden Spieltag, wenn nicht jeden Spieltag sogar machen. So meine Tipps. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst alles da. Unten nochmal Werbung fürs Kicker-Sonderheft. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde die Werbung nicht rausschneiden. Ups, was ist jetzt los? Ich...